Herzlich willkommen bei Invest Invest. Mein Name ist Deutsch Benjamin. Mein Name ist Hannes Hautnagel. Und heute ein ganz großes Update zum Zyklus, geopolitischen Zyklus, Kriegszyklus, aber natürlich auch Märkte, Finanzmärkte. Wohin geht's? Wie geht's weiter? Wir wollen euch heute eine kleine Roadmap vorgeben, wie wir das Jahr 2024 noch zyklisch sehen, aber schon ein bisschen einen kleinen Einblick in das Jahr 2025 und 2026, weil wer die Zyklen versteht, kann mehr oder weniger schon in die Zukunft schauen und kann mehr oder weniger ablesen, was als nächstes auf uns zukommt. Hannes, wir haben ein riesengroßes, wie gesagt, Buch über den Generationencrash geschrieben. Dieses Buch geht hier kostenlos unten zum Download. Schaut euch das Ganze an. Dieses Buch wurde vor 5 Jahren geschrieben. Und Hannes, was haben wir da alles reingeschrieben? Unglaublich, oder? Ein 5 Jahre altes Buch könnte aber nicht aktueller sein denn je. Und zwar, man muss eines ganz klar sagen, die großen Zyklen schlagen immer wieder zu. Und das Ganze haben wir in diesem Buch beschrieben, sagen wir so, am Ende eines alten Zyklus. Und dann haben wir gesagt, da wird einiges auf uns zukommen. Wir haben das Ganze auch beschrieben und das alles in diesem Buch drinnen. Alle, die es haben, können auch gerne unten rein kommentieren, was ihr davon haltet. Aber man muss eine Sache sagen, und zwar, wir gehen jetzt ins große Finale dieses Umbruchs hinein. Und damit ist es umso wichtiger zu wissen, was kommt und nicht mehr auf die Brot- und Spiele Ablenkungsmanöver von Regierungen und der alten Machteliten reinzufolgen. Die haben die Idee, dass sie eine Welt gemäß ihrem Weltbild aufbauen. Und jetzt sollten wir Bürger selber ins Tun reinkommen, um zu verstehen, jetzt ist die Zeit, um zu gestalten. Jetzt ist die Zeit, um die Sterne neu zu ordnen, wenn wir einfach verstehen, was zyklisch jetzt auf uns zukommt. Benjamin, da wollen wir heute in diesem Video auch Licht reinbringen. Deswegen unbedingt das Video jetzt sofort teilen. Richtig, jetzt sofort das Video teilen und wie gesagt, wir zeigen euch heute, wie wir die aktuelle Lage bewerten, wie wir das Ganze sehen, was aktuell passiert in der Wirtschaft, auch die ganzen Nachrichten, wie das Ganze wieder zum Zyklus perfekt dazu passt und wie wir, wie gesagt, weiter in das Jahr 2024 hinaus, aber auch schon 2025, wie wir das Ganze hier sehen. Hannes, wie gesagt, blenden wir dazu gleich eine Grafik ein, schauen wir hier gleich in die erste Grafik hinein und zwar schauen wir in den US-Konjunkturzyklus hinein und diese Grafik, wie gesagt, haben wir auch bei unserem Zyklen-Update letzte Woche bereits gezeigt. Und das ist immer ja, einmal im Quartal kommender Report, den Hannes und ich bei Invest drehen für unsere Kunden, wo wir ganz genau zeigen, wo stehen wir im Zyklus, wie geht es im Zyklus weiter und mit welchen Dingen muss man rechnen. Wie gesagt, ganz wichtig für euch, wir schauen uns jetzt hier ganz von der simplen ganz simplen Sache an, wo man vorsichtig sein sollte, zu welcher Phase des Zyklus und welcher Phase nicht. Und ihr seht, ein Zyklus ist nichts anderes wie ein ständiges Auf und ein Ab. Und wir haben mehrere dieser Wirtschaftszyklen bereits hinter uns. Wir haben die große Rezession hier, wo meine Maus gerade ist, 2001 hinter uns. Wir haben den Boom bis ins Jahr 2004, 2005 hinter uns, wo die Rohstoffe richtig geboomt haben, wo eigentlich wenig Negativnachrichten war. Da war schon der große Boom, der US-Immobilienboom in der USA. Leute haben viel Geld verdient, den Leuten ging es gut. Dann der Crash in das Jahr 2008 hinein. Wer damals sich mit den Zyklen beschäftigt hat, konnte diesen Crash definitiv mindestens 1 bis 2 Jahre voraus schon sehen. Daraus ist ja auch der große Film The Big Short entstanden, weil es Leute gegeben hat, die diese Dinge anhand der Zyklen gesehen haben. Und wie gesagt, die Zyklenanalyse ist die Großwetterlage. Wenn man den Zyklus versteht, kann man detailliert schichtenweise tiefer hineingehen, um anschließend das Korn dann am Ende des Tages zu finden. Aber man weiß natürlich nur anhand der Zyklen, wo muss ich schauen? Weil eines ist klar, wenn Schönwetterlage ist, so wie jetzt, wo meine Maus gerade ist, 2010, 2011, wo alles nur mehr nach oben geht, ja, dann wird natürlich nicht vielleicht die nächste Weltwirtschaftskrise ausbrechen, Hannes, obwohl genau im Gegenzug 2010, 2011 die Leute so negativ waren, da hat niemand Aktien sich gekauft oder hat sich getraut, Aktien zu kaufen, sondern die Leute waren extrem negativ gestellt. Wenn man aber jetzt zum Beispiel auch hier schaut, Corona, der große Crash 2020, Zyklus stark eingebrochen, da kommen auch die ganzen Negativnachrichten raus und in der Regel kaufen Leute nicht, wenn der Zyklus einbricht. In der Regel passieren aber auch die schlimmen Dinge, wenn der Zyklus einbricht. Und Hannes, es gibt nachweislich ganz viele Videos von uns. Schaut bitte auf YouTube 2020, schaut, was wir im April, im Mai auf unserem YouTube-Kanal für Videos gemacht haben, wo genau hier der Zyklus gestanden ist, wo die maximale Negativstimmung gestanden ist. Hannes, ich glaube, da kann man schon ein bisschen ableiten, wo man eigentlich, wo der Fokus hingehen sollte. Weg von dem ganzen also oberflächlichen Analysen, die auch zum Teil in den Mainstream-Medien gemacht werden, Fokus hin zum Zyklus.
Ganz richtig, Benjamin. Wir haben auch 2019 bei einem unserer Live-Seminare gesagt, dass 2020 was Großes auf uns zukommt, was sehr Großes auf uns zukommt, dass die ganze Weltwirtschaft, wo kein Stein auf dem anderen bleiben wird. Wir haben natürlich da eher an kriegerische Akte gedacht. Soweit muss man fair sein und die Wahrheit sagen. Aber man hat klar gesehen, dass da was Großes auf uns zukommt. Da sieht man immer viele Parallelen. Beispielsweise, Benjamin, ich kann mich daran erinnern, da haben wir drüber gesprochen, warum im September 2019 teilweise die Hochöfen in Europa, die Stahlproduktion heruntergefahren worden ist, wodurch jeder weiß, oder wissen sollte, dass eine Hochofenproduktion ein Prozess von Monaten ist, das Ganze hoch und runter zu fahren. Und da kann man dann schon ablesen, dass Dinge auf uns zukommen. Man kann vielleicht nicht immer ganz richtig liegen, das ist immer ein bisschen ein Fischen, aber man kann die großen Zyklen an und für sich dann schon reiten, sprichwörtlich, und darauf haben wir uns spezialisiert. Ja, da haben wir uns spezialisiert drauf. Und jetzt schaut euch nochmal an, Hannes hat gerade das Jahr 2019 erwähnt. Schaut in dieser Grafik das Jahr 2019 an. Was war denn damals? Ja, der Zyklus war im Abschwung und deswegen war es uns schon klar, nach einer Rekordexpansion nach dem Jahr 2008 kommt der große Einbruch und deswegen auch 2019 die schrillernde Warnung von uns die ganze Zeit. Leute, es kommt was Großes, Zeit, sich vorzubereiten. Egal, ob als Investor, der zu Hause sitzt und Aktien kauft, oder der Großunternehmer, der seine Kupferbestände aufstocken kann oder sollte, oder auch Öl vorher einkaufen konnte oder sonst irgendwas. Also jeder, für jeden Menschen, der nur irgendwie wirtschaftlich aktiv ist, war das relevant. Ja. Benjamin, aber das ist auch für jeden Studenten interessant und für jeden Pensionisten. Beispielsweise jeder Student kann dann daraus ablesen, okay, vielleicht ändert sich die Welt und mein Studium, wo ich jetzt drinnen bin, ist gar nicht mehr so gefragt. Vielleicht ist in einer Welt ein Studium dann gar nicht mehr so gefragt, wenn die Bildung komplett in eine andere Richtung und Bereiche reingeht. Also jeder kann sich anhand der Zyklen ganz klar darauf vorbereiten, dass wir in eine neue Welt hineingehen und dann sich dementsprechend darauf auch positionieren, unabhängig von Situation und Alter. Ja, und genau um das geht's, Leute. Wir wollen euch, wie gesagt, diese Großwetterlage auch zeigen, bieten, aber so, dass ihr das auch selber anwenden könnt. Und jetzt gehen wir weiter. Nach Corona kam der große Aufschwung. Schaut euch an, was mit diesem Zyklus passiert ist. Es kam der obergroße Boom. Und es gab wirklich 2020, Ende 2020 und besonders im Jahr 2021 gar keine negativen Nachrichten mehr. Bis auf natürlich die ganzen Corona-Geschichten für die Leute, die nicht geschlumpft waren, so wie wir. Da war es natürlich eher hart, aber nichtsdestotrotz, die anderen haben Party gefeiert, wie je zuvor. Es wurden so viele Ferraris bestellt, wie je zuvor. Die teuersten Uhren der Welt wurden zu Preisen gehandelt, glaube ich, 4 bis 5 Mal den üblichen Marktpreis. Es wurde rumgehaut mit Geld und den Leuten ging es gut und die Aktienmärkte bei Allzeithochs, Bitcoin Allzeithochs, jeder Altcoin Allzeithochs. Und dann ist es soweit wieder gewesen. 2021, der Zyklus macht das Top, die Notenbank kündigt die Zinserhöhungen an. Und was machen Hannes und ich? Hannes und ich drehen im Dezember 2021 nachweislich bei Investinvest und auch auf YouTube 2022 im Januar ein Video, wo wir sagen, der Zyklus ist vorbei, bereiten wir uns für viel Druck, für viel Stress vor, es kommt eine schlechte Zeit. Und dann, was ist passiert? Februar 2022, zack, Ukraine-Krieg, Inflationsexplosion, Wirtschaftsabschwung, Zinserhöhungen, die Pleite der Signa Holding, einer der größten Immobilienkonzerne Europas, bla bla bla. Was wir euch einfach hier sagen wollen, ist eines, wenn diese Zyklen abschwingen, kommen die negativen Nachrichten. Wenn diese Zyklen abschwingen, werden alle Leute, die davor im Boom mit Kredit finanziert, alles mit Kredit finanziert haben, die fallen alle um. Und das bedeutet natürlich, wenn wir irgendwo unten sind im Zyklus und die Negativnachrichten ein neues Hoch erreichen, so wie derzeit gerade wieder, schlechte Negativnachrichten und überall nur noch negativ, negativ, ist das meistens ein verdammt guter Zeitpunkt, um sich für den nächsten Boom zu positionieren. Und dieser Boom, den sehen wir ab jetzt ins zweite Halbjahr 2024 auf uns zukommen. Was man da mitnehmen kann, ist eine spannende Sache, und zwar Viren, die in Labors gezüchtet werden und dann auskommen auf irgendeine Art und Weise und die ganze Welt in einen Lockdown reinbringen, sind nicht zufällig. Kriege, die auf allen möglichen Schlachtfeldern der Erde ausbrechen, sind nicht zufällig, aber sind immer dazu da, und gern gesehen, um den Menschen etwas rechtfertigen, was an und für sich schon lange im Voraus anhand der Zyklen ablesbar war. Und darüber sollte man ein Stück weit nachdenken, bevor wir jetzt hinschauen, Benjamin, du hast angesprochen, 2024, zweites Halbjahr, wo worauf können wir uns einstellen und wie am besten positionieren? Hannes, und jetzt wird es, wie gesagt, natürlich richtig spannend, weil jetzt kommt eben wieder das Zukunftsdenken ins Spiel. Und eben, wenn wir ja so viele Negativnachrichten haben und diese Negativnachrichten dann zunehmen über den Sommer, das kann ich euch gleich sagen, es wird sehr, sehr viele schlechte Negativnachrichten aus der Wirtschaft dann kommen. Massenentlassungen werden wieder kommen, große Stellenabbaus werden kommen. Die Politik wird wieder sehr viele, wie soll ich sagen, sehr viel Angst auch streuen. Aber das ist eben genau die Möglichkeit, wo man sich für den nächsten Boomzyklus positionieren sollte. Und eines können wir auch gleich sagen.
Wenn der Boom mal so richtig beginnt, dann wird es wieder relativ cool. Zumindest kurzzeitig wird es relativ cool für Leute, die natürlich wissen, wie es geht. Wir machen das bei der Investing-Best-Mitgliedschaft, im Mitgliederbereich, gehen wir ganz stark darauf ein, wie man von diesen Booms auch profitieren kann. Einer dieser Booms, wisst ihr alle von uns, wird der nächste Kryptowährungsboom sein, der mit diesem Zyklus nach oben fulminant ansteigen wird, und das sehen wir in das Jahr 2025 hinaus. Aber Leute, eines muss man jetzt auch schon wieder sagen. Wenn der Boom kommt, kommt auch wieder der Boom der nächsten Inflationswelle. Und wenn die nächste Inflationswelle anfängt zu steigen, erst nach dem Zyklus natürlich, geht das nachlaufend mit nach oben, braucht es wieder einen Schuldigen, der wieder so wie 2021, 2022 hinein beim nächsten Abschwung dafür herhalten muss. Und das ist der Moment, wo in der Regel dann wieder das geopolitische Schauspiel auf einem neuen Höhepunkt geht. Schaut bitte in dieser Grafik nochmal hier zurück. Schaut 2001, 2008, 2020 und auch wieder jetzt 2022, 2023. Was ist immer am Tiefpunkt dieser Zyklen immer da? Massive Propaganda, massive Negativnachrichten. Und auf das müssen wir uns natürlich nach dem nächsten Boom so richtig einstellen, weil dieser große Bass, dieser Crash, der 2025 oder 2026 auf uns zukommt, wird der unfassbare große inflationäre Crash sein. Der wird leider, Hannes, meine persönliche Meinung auch, und ich glaube, sind wir uns total einig, mit einem unfassbaren geopolitischen Event einhergehen, was die Welt definitiv kurzzeitig zum totalen Stillstand bringen wird. Das ist dann der große Wechsel, wo nicht nur kurzfristige Zyklen, sondern langjährige Zyklen, ja, Generationenzyklen und sogar wahrscheinlich Imperiumzyklen treten, wo der Tiefpunkt erreicht wird. Und dort wissen wir, ein Maximal an Propaganda, ein Maximal an Angst, ein Maximal an Zerstörung wird dann irgendwo auf der Welt künstlich kreiert werden, um eben zu rechtfertigen, was in der Natur der Sache liegt. Und eine Sache können wir uns relativ festlegen. Wir können euch wie 2019 nicht sagen, was kommt. Wir können darüber mutmaßen, haben wir auch gemacht, bei einem fantastisch belegten Video von letzter Woche oben bei verlinkt, wo es um eine neue Pandemie geht. Aber was genau kommt, kann keiner sagen. Wir haben viele Möglichkeiten. Wir haben Schlachtfelder in Israel, wir haben Schlachtfelder bald im Iran oder mit dem Iran, wir haben Schlachtfelder in der Ukraine, wir haben Russland, USA, eine offene Konfrontation mittlerweile, wenn die USA den Krieg in der Ukraine führt gegen die USA. Wir haben bald Spannungen mit China, wir haben einen drohenden Taiwan-Konflikt und viele andere Aspekte auf der militärischen Seite. Dann haben wir die Pandemie-Geschichten. Dann haben wir natürlich auch die Klimakapriolen und der Wettermanipulation. Haben wir diese Woche ein unfassbares Video gemacht, was unbedingt von jedem gesehen werden muss, anbei verlinkt. Und dann haben wir ein breites Spektrum, worauf man zugreifen kann, was dann rechtfertigen wird, was wir heute schon lange sehen. Ja, Leute, und wenn ihr euch wundert, wieder Grafik am Buy, warum der Aktienmarkt in Orange, der S&P 500, trotz Zyklus nach unten immer neue Allzeithochs macht, dann können wir hier abschließend zu diesem Video eines noch mitgeben. Es wird keine Aktienmarktkrise dieses Mal sein. Es wird keine Immobilienkrise dieses Mal sein. Und es wird auch keine Anleihen- oder Pensionskrise sein. Es wird eine Krise des Fiat-Systems sein und damit ein Kollabieren des US-Dollars und damit auch Kollabieren des Euros und allen Fiat-Währungen auf dieser Welt. Das ist the big one, das ist das große Finale. Und auf dieses Finale werden wir nach dem jetzigen Boom, der jetzt, wie gesagt, noch stattfindet, ins Jahr 2025 hinein, das wird das große Finale werden. Deswegen 2025, Ende 2025, 2026 und vielleicht 27, 28 werden die Jahre sein, die wirklich alles in dieser Welt verändern würden. Und eines können wir auch noch mitgeben. Vergesst nicht, dass das Gold fängt immer an dann zu sprechen, wenn die Welt stillsteht. Und Gold hat seinen Zyklus begonnen. Auch dieses Jahr 2024, wie gesagt, das Gold-Update auch hier nochmal oben verlinkt. Schaut euch das passend dazu an. Alles funktioniert mit den Zyklen. Wir arbeiten das verbindende Element bei Invest in Best aus. Und deswegen, Hannes, müssen wir hier abschließend wieder mal sagen zu diesem Video. Eines ist klar, dass die Zyklen, die kurzfristigen, die Generationenzyklen oder die Imperiumslebenszyklus in dieser aktuellen Dekade sicherlich nicht schlafen werden. Und Hannes? Nützt deswegen das zweite Halbjahr ganz klar, um eure Kornkammern noch einmal zu füllen. Nützt das zweite Halbjahr, um euch mental auf das so vorzubereiten, was kommt, dass ihr nicht darauf folgen müsst, vertrauen müsst, was ein Arzt, ein Mediziner, die WHO, die NATO, ein Politiker zu euch sagt, die einzige Quelle der Wahrheit, die Medien zu euch sprechen, sondern dass mit ihr reinkommt, sind das, was wir Herz und Verstand nennen, was wir das verbindende Element nennen, was wir die Zukunft nennen, denn dann können wir wahrlich gestalten. Und dann ist es vollkommen egal, ob Donald Trump der USA vorsteht, ob Joe Biden zurücktretet, ob Olaf der blinde Scholz in Deutschland oder wer an der Macht das Zepter der Showbühne innehat. Wir können uns darauf vorbereiten, damit mental
gesattelt sein, um durch diese Zeit durchzumanövrieren, um dann im Vollen und Ganzen seiner Eigenständigkeit drin zu bleiben. Und jeder, was darauf Lust hat, unten dabei verlinke ich unser kostenloses Buch zum Downloaden, der Generationencrash von Benjamin von mir 2019 geschrieben, jetzt aktueller denn je. Und dann lernt man auch, wie man sich jetzt vorbereiten kann, wie man sich finanziell und mental positionieren kann, um dann 2026, 2027 großer Gewinner des Umbruchs, gemeinsam mit uns bei Invest in Best Gewinner des großen Umbruchs geworden zu sein. In dem Sinne sehen wir uns am Montag beim neuesten Video von uns. Tschüss, Bis Leute. bald, Leute. Tschüss.